Hallo meine lieben Digi-Ritter, herzlich willkommen zu Teil 2 der PvE-Arena in Digimon Masters Online. In der letzten Folge haben wir ja die ersten 17 Stages absolviert und jetzt wollen wir die restlichen noch versuchen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste und mal schauen, wie weit wir da noch kommen. Nur ein Birdramon? Aber es hält halt sehr viel aus. Ich werde es wahrscheinlich jetzt wieder wie beim letzten Mal machen. Einfach einen Zeitraffer einbauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn Birdramon erledigt ist. Bis gleich. So, dann ist Birdramon auch endlich down. Also gleich. So, dann haben wir auch Stufe 18 geschafft. Und Alter, 10 Minuten ungefähr hat die letzte Stage gedauert. Na, das kann was werden. Und die war schon deutlich härter als die davor, also Stage 19 erwartet uns und wir schauen mal rein, was uns denn da genau erwartet. Okay, das... Das sieht nicht gut aus. Machen mir halt viel zu schnell viel zu viel Schaden. Also das hier werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen können. Also beim nächsten Mal sollte ich mir auch Defense Buffs dann mitnehmen. Nee, das werde ich nicht gewinnen. Keine Chance. Nee, das war's. Schade.
Schade. Schade, schade. So, können wir unsere Points dann irgendwo auch einsehen? Ah, man bekommt also, wenn man bestimmte Menge an Points pro Tag reinpackt, bekommt man ordentlich Sachen. Also ich habe jetzt meine 12 Points reingepackt und ja. Rankings kann man nicht reinschauen, zumindest noch nicht. Hä, warum habe ich denn noch einen übrig? Warum hat es den nicht auch reingepackt? So. Ja, aber dann werde ich mal vielleicht privat noch eine zweite Runde reinpacken. Aber nicht mehr in die Folgen. In die Folgen, das bringt nichts. Die würden viel zu lang werden. Naja, ich würde sagen, das war's dann von der Folge. Auch wenn die jetzt dann dadurch relativ kurz wurde. Aber ich kann nichts dafür. Das war unvorbereitet. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und dass es dann auf einmal dann so hart wird, dass man wirklich keine Chance hat, ohne jetzt sich komplett voll zu buffen. Das habe ich nicht erwartet. Aber lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, warum oder wie euch das gefällt. Und was ihr von dem kompletten System haltet. Also, ich finde das System an sich super. Ich weiß jetzt, dass ich bis Stage 18 problemlos durchkomme. 19 rüber, also alles, was über 9, also alles, was über der 18 ist, das schaffe ich nicht ohne Vorbereitung. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es auch schon ausprobiert habt und wie weit ihr gekommen seid, ohne jetzt irgendwie großartig euch mega vorzubereiten. Oder wie ihr bei dir allgemein gekommen seid. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.